Hallo Freunde, Lebendfutter, endlich. Es sind ja zumindest einige unter euch, die schon darauf warten. Das kam so ein bisschen durch die Kommentare hoch und ich ja eigentlich auch. Bevor wir richtig in das Thema einsteigen, möchte ich nochmal Danke an Sven sagen, der mir dieses Artemio-Set geschenkt hat. Und ich verlinke auch nochmal hier unten seinen Kanal in der Videobeschreibung. Danke Sven. Dann habe ich noch was in eigener Sache. Ihr seht mich jetzt mit schwarzem T-Shirt. Ich komme auch im Film nochmal mit einem grauen T-Shirt. Und das sind unterschiedliche Kameras, die ich da benutze. Und auch beim Ton, da habe ich etwas versucht. Ich hoffe, das kommt auch gut rüber. Und da wollte ich dann mal, dass ihr eventuell in den Kommentaren mir vielleicht auch mal eine Rückmeldung gebt. Hat es was gebracht? Ja? Better Back in Black oder doch die graue Maus? Jetzt aber endlich mal zurück zum Thema. Bevor wir tatsächlich mit der Fütterung anfangen, ja, zeige ich euch auch mal, was ich da geschenkt bekommen habe und was da so alles im Paket drin war. Wir haben also den Auffangbehälter hier. Wir haben ein Sieb. Wir haben die Membranpumpe mit Schlauch und Rückschlagventil. Das ist die Dichtung, die kommt hier oben rein in den Brutbehälter. Bedienungsanleitung. Halter und dann haben wir hier noch, ich mache die mal ein bisschen höher, das sind drei Schrauben, zwei um den hier an der Wand zu befestigen, den Halter für den Brutbehälter und den Auffangbehälter und hier oben ist dann auch noch so eine Öse, ihr könnt die Membranpumpe dann mit der anderen Schraube befestigen. Also soweit alles dabei. Ja, ich mag das auch immer lieber sehen, was da alles drin ist, als so eine Liste durchzulesen, wo ich mir manchmal frage, was meinen die damit? Ist es jetzt das, was ich meine? Bla bla bla. Habt ihr jetzt mal alles gesehen? Das ist alles in dem Paket drin. Und bauen wir das wenigstens schon mal in einer trockenen Variante auf. Hier haben wir jetzt mit Hightech Greenscreen Background den trockenen Aufbau. Also wir haben hier die Pumpe, Silikonschlauch, Rückschlagventil, Silikonschlauch, Brutbehälter, Halter, Sieb, Auffangschale. Jetzt wird so langsam Zeit für den nächsten Schritt, so dass wir jetzt langsam anfangen, diese Urzeitkrebse zu züchten. Dafür braucht man natürlich die Eier, das wäre hier Artemio Pur. Die Packung steht da hinten. Ich zeige euch einfach mal, was da drin ist. Das sind also diese Eier, die man dafür braucht. Die können aber nicht in Süßwasser großgezogen werden, die müssen in Salzwasser großgezogen werden. Da würde zum Beispiel hier Meersalz würde ausreichen, da müsst ihr aber aufpassen, ohne Jod, ohne Zusätze und so weiter. Es gibt aber auch die Möglichkeit hier von JBL zum Beispiel, das gibt das Artemio-Sal, das ist also wirklich das Salz, was man braucht, um dieses Salzwasser zu generieren. Hier sind aber noch, Moment, was ist denn da noch drin? Wie heißt denn das? Ich habe es wieder vergessen. Algen, Spurenelemente, bla bla bla. Also erstes Futter für die kleinen Krebse ist da auch schon mit drin. Das ist natürlich hier nicht mit drin, aber soll wohl auch funktionieren. Wir werden sehen, sagte der Blinde. Ich habe aber auch die für die Faulen, die Variante, das ist der Mix, das ist so eine vorgefertigte Mischung von Eiern und Salz. Werden mal sehen, ich werde das hiermit erstmal machen und dann möchte ich mal sehen, wie viel kommen denn jetzt da überhaupt an Krebsen raus, an Lebendfutter. Weil hier hat man natürlich wesentlich besser die Möglichkeit zu dosieren, weil hier, das brauche ich, um meinen halben Liter zu salzen, das ist eine feste Menge, aber hier kann ich dann wirklich ein bisschen steuern, ob ich mehr oder weniger brauche. Das hängt dann immer damit zusammen, wie viele Fische wollt ihr denn überhaupt damit füttern. Jetzt gibt es ja auch noch die Variante, dass man sagt, okay, ich züchte mir die, verfütter die nicht oder ich will die größer züchten, dann gibt es hier dieses Artemio Fluid. Ja, das ist ein Flüssigfutter für diese Krebse. Damit könnt ihr die dann auch länger aufziehen. Ist auch Anleitung, bla bla bla, alles mit dabei. Und dann gibt es hier auch nochmal so ein Set von 7. Das ist ähnlich, wie ich das erklärt habe bei den Filtermedien. Hier funktioniert es. Also man fängt mit dem großen Korb an, um die großen dann abzufangen und nach unten hin bis hier hin, da ist dann praktisch der Rest drin, die ganzen kleinen, die halt nicht in dem
vorderen hängen geblieben sind, das gibt es auch nochmal, so ein Vierer-Set, dann lässt man das einfach da reinfließen, unten kommt dann der Behälter drunter, den hatte ich euch ja gezeigt. Aber jetzt wollen wir so langsam mal anfangen und so eine Zucht ansetzen. Also als erstes müssen wir mal den Deckel abmachen, da fange ich mal an. Haben wir das schon mal erledigt. Ich hoffe jetzt, das Ventil ist zu, ich lasse deswegen nämlich noch trotzdem hier den Behälter drunter. Ich nehme mal das Sieb raus. Also wenn ich kenne mich ja, ne? Wer weiß, was passiert, dann brauche ich wenigstens das Sieb nicht auch noch sauber machen. So, der nächste Punkt ist hier oben, sieht man schön 500 Milliliter. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera raus. Ich sehe es ganz gut hier. Habe auch schon ein bisschen Wasser hier, was ich dann so ungefähr auf 25 Grad habe. Aber ihr kennt ja die Sache bei mir mit Thermometer. Ventil ist offensichtlich zu. 500 Milliliter sind drin. Jetzt habe ich hier die Mischung. Ich will es nicht zu sehr kippen, ja, sonst habe ich alles auf dem Fußboden, da soll es nicht hin. Dazu gibt es dann auch diesen Messlöffel und davon sollen jetzt 3 Messlöffel voll da rein. Machen wir mal. Das sieht ja jetzt schon mal ganz dolle aus. Von Umrühren steht jetzt nichts dabei, aber es kommt ja gleich Luft drauf. Ich denke, das erledigt sich dann von alleine. Das heißt, ja, Klappe zu, Affe tot. Deckel drauf. Naja, erste Mal falsch angesetzt, aber jetzt scheint zu funktionieren. Das nächste ist einfach nur, ich muss die Pumpe einschalten. Und da geht es richtig los. Und man sieht so richtig schön, wie das Salz sich unten schon wunderbar dann vermischt. Ich hoffe mal, das funktioniert alles. Ja, das muss jetzt 24 bis 36 Stunden da stehen. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich muss jetzt ziemlich lange warten. Ihr wahrscheinlich nicht. 24 Stunden sind um. Ich habe auch eine hochwertige Klemmbausteinhalterung für eine Taschenlampe gebaut. Ja, die Tiere, die gehen ja wohl gerne zum Licht. Und da die nach unten sollen, werden sie dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr animiert. Ich mache jetzt die Luftpumpe aus, lasse die Kamera ein bisschen mitlaufen und ich hoffe, wir bekommen dann einen schönen Timelapse zusammen. Jetzt hier mal so anschaue, das sieht wohl so aus, als wenn ich das nächste Mal mit 2 Löffelchen auskomme. Da ist eine ganze Menge geschlüpft, so wie es aussieht. Lassen wir einfach mal raus. Die Aufnahme von gerade ist tatsächlich die allererste Befüllung, die vor ein paar Tagen stattfand. Da habe ich auch nach 24 Stunden habe ich die Artemien rausgenommen. Hab die auch verfüttert, hatte aber irgendwie den Eindruck, das ging damals bei dem Yps-Heft ein bisschen einfacher. Und ich dachte auch, dass da vielleicht noch ein paar Eier mit dabei sind, aber die Fische haben alles weggefuttert. Ich habe da noch ein bisschen experimentiert und ein bisschen nachgeschaut. Hat natürlich ein paar Tage gedauert, weil Artemien müssen nun mal schlüpfen. Laut Anleitung 24 bis 36 Stunden, aber wer geht schon immer nach Anleitung? Ich fütter einmal am Tag, also geht entweder 24 Stunden und wenn ich jetzt länger warten möchte, bis die alle geschlüpft sind, sind es halt 48 Stunden. Und das ist auch der Rhythmus, den ich jetzt gerade eigentlich dabei verwende. Das heißt also, alle 2 Tage bekommen jetzt meine Fische Lebendfutter. Die Fütterungen dazwischen, die werden dann halt mit Frostfutter durchgeführt oder halt auch mit Trockenfutter. Aber da habe ich ja auch schon Videos zu gemacht. Jetzt war ja doch der Wunsch herauszuhören aus den Kommentaren, und wenn es nur einer war, dass ich mal die Fütterung zeigen sollte, und das mache ich dann jetzt mal.
Jetzt habt ihr ja schon ein bisschen was gesehen an Impressionen, aber da wir Samstag haben und ausnahmsweise die Fische am Samstag, wo Fastentag ist, sogar Lebendfutter bekommen haben, kommen aber heute auch noch die Impressionen. Und die kommen eigentlich jetzt sofort, weil ich sag schon mal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Euer Detlef.